Thema Verschwörungstheorien. Oh, sorry. Jetzt klingelt das Telefon, ja. Ist das ein Zeichen? Pass auf, was du jetzt sagst. Haben Sie direkt ein Telefonat zwischendrin geschoben? Nee, Thema Verschwörungstheorien. Was ist denn, weil du bist ja bewandelt, was das angeht, ne? Was würdest du denn den Menschen da draußen ans Herz legen, mit welchem Thema sie sich vielleicht mal auseinandersetzen sollten? Von diesen ganzen Theorien und Sachen, die es gibt, was wirklich auch was bringt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch ein Typ bin, der sich auch lange Zeit damit beschäftigt hat. Auch durch meinen Bruder, der beschäftigt sich auch viel mit der Thematik. Und gemerkt habe, ich persönlich irgendwann gemerkt habe, wie mich das nicht unbedingt positiv prägt im Alltag, wenn ich mich zu viel damit beschäftige. So. Hundertprozentig, es zieht einen runter. Weil du merkst halt, okay, ist ein bisschen scheiße alles so, weißt du? Ja. Und dann kommst du selber auch vielleicht nicht mehr aus dem Arsch. So. Ja, man darf sich da nicht reinsteigern, ja. Sonst denkst du, die Welt ist am Arsch. Ja. Und das, genau das genau darf ja nicht passieren. Ja, genau das darf nämlich niemals passieren. Ja. Du musst checken, wie die Welt ungefähr funktioniert. Ja. Niemand von uns ist annähernd so tief drin, dass er alles durchblicken kann und sagen kann, so läuft's und so läuft's nicht. Ja. Fakt ist aber, so wie es uns erzählt wird, so läuft's nicht. Mhm. Und da gibt's die größten Spinner, die erzählen eine hanebüchene Story. Dann gibt's aber auch Sachen, da gibt es auch Menschen und Reporter, die arbeiten mit Fakten. Und die findest du manchmal einfach nicht in den Nachrichten. Das ist einfach so. Und die musst du suchen. Das ist natürlich ein Prozess. Du musst auch selber natürlich ein Analyt sein in der Birne. Mhm. Und bei klarem Verstand sein, um da zu versuchen, einigermaßen sich der Realität, der Wahrheit zu nähern. Mhm. Du musst nur grundsätzlich verstehen, wie die Welt funktioniert. Und wenn du das verstanden hast, da musst du die Frage stellen, was kannst du dran ändern und willst du was ändern? Aber das sollte die einzige Konsequenz daraus sein, die du ziehst. Ja, lass uns mal ein Thema aufgreifen. Irgendwie hast du irgendein Thema, wo du sagst, da können wir mal kurz drüber quatschen und dann würde ich gerne von dir wissen, wie du dann vorgehst, wenn du dich informierst. Sag du ruhig ein Thema. Gibt es irgendwas, womit du dich beschäftigt hast? Das ganze Thema 9-11 und so, das ist aber ja schon relativ ausgelutscht so. Das war so das erste Thema, wie ich mal darauf gekommen bin, mich irgendwie mal zu informieren. So. Wo ich dann aber auch ganz schnell gemerkt habe, ich bin halt ein Typ, ich bin sehr realistisch. Und ich bin ein Typ, mir musst du wirklich ganz klare und genaue Beweise liefern, dass ich was glaube. Genau wie bei mir. So, und dann ist es halt schwer, weil wir, glaube ich, werden nie hinter den Vorhang gucken können. Richtig. Also wir werden nie genau wissen, was passiert. Absolut. Egal, was wir uns reinziehen. Egal, wie viele Videos und Bücher wir uns reinziehen, wir werden, glaube ich, nie genau wissen, was hinter den Kulissen wirklich abgeht. So, weißt du? Aber ich glaube zu wissen, dass, wie du schon gesagt hast, dass man schon ein gewisses Maß an Verständnis den ganzen Sachen gegenüber mitbringen muss, um selber zu verstehen, was man ändern kann. So. Ja, klar. Aber wie verliert man sich nicht darin? Verstehst du, was ich meine? Also wie? Du darfst es halt nicht als Entertainment sehen. Ich glaube, der Fehler, den viele machen, ist einfach, die sehen es auch als Entertainment, sich so eine Verschwörungsdoku anzugucken. Ja? Die finden das irgendwie im Sinne eines Thrillers spannend. Darum geht es aber gar nicht. Weil je mehr du dir sowas reinziehst, desto mächtiger kommt dir das alles vor und desto aussichtsloser kommst du dir als kleine Ameise auf dieser Welt vor. Die Leute vergessen aber, dass die breite Masse, und da ist das, was ich eben gesagt habe, genau das Zutreffende. Die meisten Menschen sind innerlich eher gut. Sind eher gut. Die große Masse, 90% der Menschen, vielleicht 80, tendieren eher zum Guten. Wenn das geweckt wird in den Leuten, wenn den Leuten bewusst gemacht wird, dass sie durch Aktion auch was bewirken können, wenn das einmal sich ausbreitet, ein Erwachen der Massen, jetzt mal dramatisch ausgedrückt, dann kann sich in 2-3 Jahren die ganze Welt ändern, theoretisch. Der Einzelne unterschätzt seine Macht. Die Macht des Einzelnen ist dann unfassbar groß, wenn jeder Einzelne daran glaubt. Dann addiert sich das ruckzuck zu Millionen. Und da gibt es unter den Millionen tausende schlaue Köpfe, die Alternativen bieten können zu Dingen, die gerade falsch laufen auf der Welt. Ja.
Man kann da wirklich nur ganz grundsätzlich und abstrakt darüber reden, was falsch auf der Welt läuft. Es bringt auch nichts, sich da reinzusteigern oder zu sagen, jetzt das und das, damit müsst ihr euch mal beschäftigen, und die Leute tauchen da rein und tauchen da rein. Können sie gerne machen. Ich weiß, was du können sie gerne machen, aber schon, ja. Das Grundmodell zu verstehen reicht schon, und dann zu überlegen, was können wir ändern. Ja, ja. Ganz einfach. Ja, voll. Ja, ich fand's krass, ich habe im Hip-Hop.de Interview gesehen, da habt ihr auch so ein bisschen darüber diskutiert, auch über diesen einen Song, und dann ging es da Pentagramm und so Geschichten, dies, das, und da habe ich dann gemerkt, ich fand das geil, wie du das erklärt hast, wie du gesagt hast, dass du quasi verschiedene Sachen zusammengenommen hast und dann einen Film kreiert hast. So. Ja, ja, genau. Weißt du? Ja. Aber dazu hast du dich ja schon intensiv mit dem Shit beschäftigt, wa? Oder ist auch viel Fiktion und viel Sachen, wo du gar nicht genau weißt, und ist das einfach nur, um einen Film zu kreieren? Ja, das ist in erster Linie ein Film, auf jeden Fall. Mhm. Die Kunst bei dem Song war einfach, verschiedene Verschwörungstheorien zusammenzufügen, ähnlich wie Dan Brown das auch gemacht hat bei seinen Romanen, zu einer in sich schlüssigen Gesamtstory. Doch ich begreife die Symbole, die schleichenden Omen, das Zeichen der Rose, das Auge in der 1-Dollar-Note. Sie sind einfach überall, so wie Feinstaubatome. Überall erkenne ich die Handschrift der Freimaurerloge. Ja. Die in irgendeiner Fiktion hätte so ablaufen können, und alles passt irgendwie zusammen. Es sind verschiedene Einzelbruchstücke von Verschwörungstheorien. Das ist eigentlich eine hohe Kunst, das sinnvoll zusammenzufügen. Die aber wahrscheinlich draußen vielleicht 10 Menschen peilen das vielleicht, was mit diesem Song eigentlich gemeint ist. Die Leute sagen eher, oh, Hexagramm, Davidstern, was ist es denn nun jetzt? Und ich denke mir so, ja gut, aber auf der Marokko-Fahne ist jetzt auch ein Pentagramm drauf. So, also man hält sich an diesen Kleinigkeiten auf. Ja, die wollen gar nicht, glaube ich. Und versucht es halt irgendwie immer in so eine antisemitische Richtung Ecke zu drängen. So, sobald du halt irgendwas gegen das Bankenwesen sagst, habe ich das Gefühl, oder gegen das Finanzsystem, so wie es heute existiert, ist das unterschwelliger Antisemitismus. Ja, das ist schon krass eigentlich. Das muss man sich mal vorstellen, wie man hier mundtot gemacht werden soll. Mit was für Keulen. Und so bist du im Endeffekt als der einfache Mensch, wie mit einem Maulkorb, den du aber selber akzeptierst. Wolltest du irgendwas erreichen mit dem Song? Wolltest du irgendwas, weißt du, wie ich meine so? Wolltest du einfach nur einen Film machen für Entertainment, oder wolltest du vielleicht in manchen Köpfen was ändern? Was war dein Ziel mit dem Song? Ja, ja, ich hatte auf jeden Fall ein Ziel mit dem Song. Ja? Ja. Aufgegangen? Ja. Zu 90%. Fehlen vielleicht nur so 10%, dann ist es so gelaufen, wie ich mir es erwünscht habe. Aber langfristig noch. Fehlt noch mehr. Fehlt halt noch was, ja. Krass. Da kann man sich jetzt rein interpretieren, was man möchte. Ja, voll. Aber ist doch schon sehr interessant auf jeden Fall, Digga.